Und hier sind wir live in der Oberfrankenhalle und Sie sehen hier das Achtelfinalspiel zwischen Timo Boll und Peter Korbe. Da ist der Mann, der 7 Wochen in China gelebt hat. Zwischendrin war er kurz mal zu Hause, um auch wieder die mütterliche Küche im Odenwald kurz zu genießen. Denn so auf Dauer war das chinesische Essen dann doch vor Ort nichts für ihn. Aber dann ist er wieder zurück, hat dort einige Erfahrungen gemacht, die er jetzt umsetzen will bei seinem großen Ziel, was er genannt hat, Peking 2008. Vor 14 Tagen war er noch Nummer 2 der Welt, dann kam beim Weltcup in Paris ein überraschend frühes Aus, da war er Titelverteidiger, hat viele Punkte dort gelassen, ist jetzt auf Rang 3 zurückgefallen, aber das ist nicht Priorität, er will hier bei diesem Turnier gut spielen, braucht noch ein paar Punkte und vor allem noch eine Teilnahme, um sich für das große Finale Mitte Dezember dann zu qualifizieren, das in Hongkong stattfinden wird. Wir sind im 3. Satz. In dieser Partie gegen Peter Korbel, den ersten Durchgang, hat Timo Boll gewonnen mit 11:5, den zweiten mit 8:11 verloren. Das ist der Tscheche, 10 Jahre älter, 35, in der Bundesliga ein sehr bekannter Mann. Derzeit spielt er in Düsseldorf. Mit Würzburg war er schon deutscher Mannschaftsmeister und auch in Grenzau hat er gespielt. Und das ist Richard Krause, selber noch Zweitligaspieler in Felsberg, aber Herren-Bundestrainer im Hauptjob. Und er hat die Aufgabe, Timo Boll hier taktisch einzustellen gegen diesen international sehr, sehr erfahrenen Tschechen. Stark gespielt von Boll. Und das muss auch die Taktik sein. Er muss aggressiv vorne am Tisch agieren. Er hat da einen Gegner, der von beiden Seiten sehr stark spielen kann. Häufig hat man ja Spieler, die vor allem auf der Vorhandseite stark sind mit ihrem Topspin, aber viele gerade aus Osteuropa sind von der Rückhandseite ebenso stark. Da muss er viel variieren, da muss er Tempo machen, da muss er den Tschechen unter Druck setzen und dann kann er ihn beherrschen. Wieder mit sehr viel Spin, diesmal den Weg in die Körpermitte gesucht. Dieser dritte Durchgang erinnert ein bisschen an den ersten, den Timo Boll mit 11:5 gewann. Im zweiten dann Korbel etwas stärker, den holte sich der Tscheche dann mit 11:8. Gespielt wird auf 4 Gewinnsätze. Wenn Sie lange Tischtennis nicht mehr gesehen haben, es wird ja nur noch bis 11 gespielt. Die 21er-Regelung schon seit einigen Jahren Vergangenheit. Und der Aufschlag wechselt nach jedem zweiten gespielten Ball. Auch das war früher anders. Da hat man 5 Aufschläge in Serie gehabt. Und damit jetzt bei 10:3, also 7 Satzbälle für Timo Boll. Immerhin hätte er auch den noch geholt. Aber ich bin sicher, den Satz lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Ja, 11:4, 2:1 Satzführung für Timo Boll in diesem Match. Richard Krause wirkt entspannt, Timo Boll bei den Herren, der einzige deutsche Teilnehmer noch im Wettbewerb. Patrick Baum und Torben Wosig sind heute Morgen in ihren Spielen in der dritten Runde ausgeschieden. Patrick Baum, der Junge, hat ein gutes Match gemacht gegen den Österreicher Robert Gardosch. Es hat am Ende nicht gereicht und Torben Wosig unterlag einem Mann aus Singapur, Ning Gao, mit 2:4. Eines seiner stärksten Turniere hat der Tscheche gespielt 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Dort kam er ins Halbfinale, schied dann aus und im Spiel um Platz 3 traf er auf Jörg Roskopf, gegen den er damals verlor. Das war die olympische Einzelmedaille für den Deutschen damals nach einer packenden Partie.
Timo Boll, also wie gesagt, Nummer 3 der Welt. Peter Korbel, Nummer 22. Und dieses Turnier hier, die German Open, sind das insgesamt 16. von 17 Pro-Tour-Turnieren. Also eine ähnliche Turnierserie, wie es im Tennis seit vielen Jahren gibt. Das vorletzte also. Wenn man sich für das große Finale qualifizieren will, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Natürlich jede Menge Punkte sammeln, das ist das Kriterium Nummer 1. Aber man muss auch auf mindestens 3 Kontinenten gespielt haben bei diesen 17 Turnieren oder insgesamt bei 6 Turnieren teilgenommen haben. Timo hat erst 5. Also, nächste Woche in Polen muss er noch mal ran, um die formalen Voraussetzungen zu erfüllen. Punkte hat er genug und wenn er hier in diesem Turnier noch weiterkommt, dann ist die Teilnahme an diesem großen Finale Mitte Dezember dann auch sicher. Ja. 4:2, der bessere Start von Korbel jetzt in diesen vierten Satz. Er versucht ein bisschen näher am Tisch zu spielen. Er weiß natürlich, auch wenn er läuferisch gut ist, wenn er sehr viel hinten unterwegs ist, dann gerät er in Situationen, die schwierig zu lösen sind. Ja, natürlich unzufrieden. 2 Aufschläge hintereinander setzt Timo Boll ins Netz. Natürlich riskiert er ein bisschen was, versucht den Ball sehr kurz zu platzieren. Aber das ist natürlich ärgerlich. 4 Punkte Rückstand. Tja, die Körpersprache signalisiert im Moment nichts Gutes, ist ein bisschen von der Rolle, nicht ganz konzentriert. Und das muss er sein, auch gegen den 10 Jahre älteren Korbel. Der sah relativ hoch aus, war eigentlich auch ziemlich hoch, aber natürlich mit viel, viel Rotation versehen. Sieht nach einem leichten Fehler aus, aber so ein Ball verspringt natürlich ganz, ganz schnell. Ja, da ist Korbel sofort aggressiv dagegen gegangen, nicht passiv gespielt. Dadurch wird die Zeit kürzer für Boll, um zu reagieren. Und das hat nicht funktioniert. Tolle Rückhand gespielt von Korbel. Das kann er exzellent. Und 5 Satzbälle für den Tschechen. Die Chance zum Ausgleich. Ja, 11:6. Da lief nichts für den Deutschen. Da kam er überhaupt nicht ins Spiel. Das ging los mit den Aufschlägen. Die Aufschläge von Boll hat Korbel ganz gut retourniert. Und dann selber gepunktet. Sich früh einen Vorstand erarbeitet. Und Ritchie, wie er genannt wird von allen, hat auch schon mal glücklicher geschaut. Also, hier sehen Sie noch mal den aktuellen Stand, der erste Durchgang, klare Sache für Boll, den zweiten knapp verloren. Da haben wir die Bühne, die Tribüne der Funktionäre. Arne Klint, Vizepräsident des Deutschen Tischtennisbundes und Erich Clemens vom Südwestdeutschen Tischtennisverband. Da sind einige, die in den letzten Tagen viele Sitzungen hatten, denn im Jahre 2009 gibt es auch wieder eine Europameisterschaft in Deutschland und da gibt es derzeit
natürlich einiges zu besprechen. Vierter Durchgang und Aufschlag Korbi. Sehr guter Auftakt. Dieser fünfte Satz ist jetzt sicherlich auch sowas wie ein Schlüsselsatz, denn mit einer 3-2-Führung im Rücken, da spielt sich natürlich leichter, wenn man nachher in den nächsten Durchgang gehen muss mit einem Rückstand und weiß, ich muss diesen Satz nun unbedingt gewinnen, sonst bin ich raus, dann ist das natürlich schon ein gewisser Druck. Er ist nicht zufrieden und wenn man ihn so sieht, vielleicht ein Zeichen, dass die Konzentration nicht 100% da ist. Im Doppel ist er bereits im Halbfinale, zusammen mit Christian Süß. Er hat heute Morgen das Spiel gewonnen gegen die beiden Serben, Karakasevic und Grujic, seinen Clubkameraden, nach Abwehr von 5 Matchbällen. Eine tolle Leistung. Aber natürlich will er auch hier ins Viertelfinale bzw. ins Halbfinale kommen. Von der Weltranglistenposition ist der Deutsche der Favorit in diesem Turnier. Oh, auf die Kante. Na, jetzt aber. Oh, das war ein ganz, ganz wichtiger Ball. Der Gegner so weit in der Defensive, wenn er den nicht macht. Sowas tut dann weh und dann läuft man teilweise 3-4 Bälle mit einem gewissen Ärger hinterher. Hier sehen wir es nochmal. Weit zurückgedrängt und dann Achtung. Sie sehen, der Ball springt auf die Kante. Verspringt leicht. Aber dann macht er letztlich den Punkt doch noch sicher. Das ist der Ball, wie wir ihn kennen. Aggressiv, da läuft er nicht groß weg, sondern steht einen Meter, anderthalb vielleicht hinter dem Tisch. Da blockt er nicht ab, sondern er geht bei jedem Ball aggressiv dagegen. Hier auch mit der Rückhand. Das ist immer so ein Indikator, wie er sich fühlt. Wenn die Bälle gehen, dann ist er in Topform. Also das Ganze muss er jetzt einfach umsetzen. Sich nicht ärgern bei leichten Fehlern. Und dann kann er diesen Korbel schlagen. Von der Kante ins Aus. Er hat eine gute Saison gespielt, der Timo Boll, muss man sagen, mit einem tollen Turniersieg in dieser Pro-Tour-Serie, ausgerechnet in China. Wir haben es im Vorlauf gesehen, dort vor Ort, da hat er schon einige große Erfolge gefeiert. Das Terrain liegt ihm offensichtlich. Es gab die Mannschaftsweltmeisterschaft in Bremen in diesem Jahr. Da hatten die Deutschen ein bisschen Pech mit der Auslosung, trafen schon im Halbfinale auf China. Verloren dann dort, auch wenn er ein Spiel gewann. Damit dritter Platz bei der Weltmeisterschaft. Mit ein bisschen Losglück wäre das Finale gewesen. Und ich denke, da waren auch schon in diesem Halbfinale die beiden stärksten Mannschaften der Welt untereinander. 2 Jahre zuvor gab es das gleiche Finale. Die gleiche Paarung China gegen Deutschland in Doha in Katar. Und auch damals siegten die Chinesen. Quasi wieder die Rückhand. Das war der entscheidende Ball. Nicht passiv gespielt, sondern gegen Topspin gezogen. Neun zu fünf. Meine Variante, einfach nur ein Heber, ganz langsam ohne Spin.
Das gehört einfach zu den Variationen in einem solch modernen Spiel. Das sieht einfach aus, aber der Gegner hat natürlich irgendwo einen Rhythmus und geht dann ein bisschen zu schnell auf den Ball drauf. Und 11:5. Fünfter Durchgang an Timo Boll, 3:2 Satzführer. Nationaltrainer Spacek bei Peter Korbel. Er wird ihm sicherlich sagen, du musst vorne bleiben, du musst versuchen, selber zu agieren. Das sogenannte Aufschlag-Rückschlag-Spiel besser zu gestalten. Das heißt also, die Aufschläge von Boll so zu retournieren, dass der nicht gleich nach vorne gehen kann. Und Richard Brause wird ihm sagen, spiel so weiter wie jetzt in diesem Satz. Dann packst du es, setz ihn unter Druck. Die große Frage derzeit, die sich viele stellen rund um Timo Boll, wo wird er in der nächsten Saison spielen? Die neue ist ja noch gar nicht so lang mit seinem Verein TTV Gönnern. Im Moment in der Mittelfeld der Tischtennis-Bundesliga. Die Champions League haben sie gewonnen mit ihm. Darauf hat er sein Augenmerk gelegt, nicht immer in der Bundesliga gespielt. Und natürlich wird er mit den Erfolgen auch immer teurer und das Team aus Hessen wird ihn möglicherweise nicht mehr halten können. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber man hört immer wieder den Namen Charleroi. Das ist der Top-Club in Europa aus Belgien. Die Heimspiele dort in der Regel vor 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauern. Tischtennis, absolute Sportart Nummer 1 dort in dieser Region. Ein reicher Club und der kann einem Timo Boll sicherlich zum einen finanziell mehr bieten, zum anderen aber auch sicherlich auch mehr Möglichkeiten einräumen. Da muss er vielleicht nicht so häufig spielen und kann sich auf sein großes Ziel besser vorbereiten. Und das heißt nun mal Peking 2008. Bisschen zu viel riskiert mit der Rückhand bei Peter Korbel. Aber er weiß, wenn er den Ball einfach nur rüberschupft, wenn er einen ungefährlichen Ball spielt, dann kommt da eine Rakete an, ein unglaublich schneller Vorhand-Topspin, den er dann möglicherweise auch nicht mehr parieren kann. 3-1 und 2 Aufschläge. Ein bisschen kommt die Erinnerung an den großen Franzosen Jacques Secretin, der Meister der Ballonabwehr war, ganz weit hinten. Aber der war nun wirklich auch für Timo Boll nicht mehr zu erlaufen. Ärgerlich. Zwei eigene Aufschläge, zwei Punkte für den Gegner. Eine vertane Chance in diesem sechsten Satz. Pavel Spacek, seit 2 Jahren ist er Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Die Tschechen, die eine große Vergangenheit haben in Sachen Tischtennis mit Milan Orlovský, der hier in Bayreuth ja auch in der Bundesliga gespielt hat, mit Josef Dvoracek, beide waren Einzel-Europameister. Mit den Tschechen war immer zu rechnen. Oh, Glück für beide. Schade. Zwei Netzroller von beiden gut ausgebügelt. Aber am Ende das bessere Ende, am Schluss das bessere Ende für Peter Korbel. Hintereinander starke Rückhand mit sehr viel Spin. Und jetzt ging es mit den beiden Aufschlägen. Mit dem Service von Korbel kommt er bisher jetzt zumindest seit 2-3 Sätzen ganz gut klar.
Und die Auszeit. Einmal pro Match hat jeder Spieler die Chance, eine Minute Auszeit zu nehmen. Jetzt bei 3 Punkten Rückstand ist das sicherlich die kritische Situation, wo Peter Korbel noch mal nachdenken muss, wo er sich noch mal einstellen muss. Umläuft hier die Rückhand sehr, sehr weit. Steht dann nicht ganz optimal zum Ball. Ja, und da haben wir dann diese Netzrolle noch mal. Und der gerät dann ein bisschen zu lang. Musik in der Pause, das gehört mittlerweile dazu beim Tischtennis. Ohnehin ist gerade Timo Boll einer derjenigen, die verlangt, wir brauchen mehr Show-Elemente rund um diese Ereignisse, noch mehr Event-Charakter. Schon eine sehr, sehr starke Rückhand, die Korbel da spielt, weit in die Diagonale. Oh, und da hat er sich verschätzt. Ich glaube, der Ball geht über den Tisch. Hat keinen Kantenball, trotzdem ein bisschen glücklich. Für den Deutschen, der jetzt noch 2 Zähler braucht zum Einzug in die nächste Runde. Konnte er nun wirklich nicht mehr hin. Da hat ihn der Tscheche gut angespielt, tief in der Rückhand. Nur noch 1 Punkt Vorsprung. Nimmt er jetzt die Auszeit? Genau. Er hat eigentlich klar geführt. Er weiß, dass es jetzt wichtig ist, nochmal sich zu konzentrieren. Vielleicht auch jetzt den besseren Rhythmus des Gegners nochmal kurz zu stören. Hier ahnen Sie ungefähr in der Superzeitlupe mal, mit welchen Rotationen da gearbeitet wird. Gibt Überlegungen, möglicherweise mal einen zweifarbigen Ball einzusetzen. Dann würde man das möglicherweise noch besser erkennen. Das, was viele sagen, leichte Fehler, das sind hochkomplizierte Schläge. Die Belege unglaublich griffig. Und das muss man natürlich erstmal erkennen und beherrschen. Richard Brause sehr ruhig. Versucht diese Ruhe sicherlich auch seinem Schützling zu vermitteln. Und da sind sie, die ersten beiden Matchbälle. Mit diesem gefährlichen Vorhandaufschlag. Einmal hat er die German Open gewonnen, 2004 in Leipzig. Jetzt wäre es ein weiter Schritt in Richtung Finale, wenn er dieses Viertelfinalmatch gewinnt. Von der Schlägerkante ins Aus, schade. Aber einen hat er. Super zurückgespielt. Ein super Return. Denn der Ball von Korbel war nun, weiß Gott, nicht leicht zu nehmen. Das war ein enorm schneller Topspin. Tja, da ist die Erleichterung bei Richard Brause im Gesicht zu sehen. Also, mit 4:2 zieht Timo Boll ins Halbfinale ein. Nach Jiang aus Hongkong, nach Feng Shi aus Bulgarien und Koichi Matsushita, dem Japaner, schlägt er jetzt im Viertelfinale. Peter Korbel. Der Halbfinalgegner wird noch ermittelt. Da warten entweder der Holländer Trinco Keen oder der Mann aus Singapur, Gao Ning.